Guten Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Felix ist auch da. Und wir sind hier gerade auf dem Weg zu Globus. Das ist ein Baumarkt bei uns. Den gibt es bei euch, glaube ich, auch gar nicht. Und da ist gestern und heute 20% auf alles. Und das ist natürlich für uns als Bauherren, sage ich mal, ziemlich praktisch. Und wir wollen jetzt einfach Sachen kaufen, die sehr teuer sind und die man sowieso kaufen muss. Aber hier sparen wir dann halt 20%. Und es ist einfach proppevoll. Sonst ist der Parkplatz immer so leer. Also hier ist wirklich 5 Autos vielleicht am Tag. Also wenn man hier hinfährt, sind vielleicht 5 Autos hier. Aber jetzt, guckt euch das an, Leute. Es ist proppevoll hier. Ich hoffe einfach, dass wir ein bisschen was abkriegen. Und nicht, dass wir mit leeren Händen nach Hause gehen. Mal schauen. Ich bin sehr gespannt. Wir nehmen euch einfach so ein bisschen mit, weil ich glaube, das ist ziemlich interessant, was wir so einkaufen. Ich wurde mich letztes Mal gefragt, wo wir immer so einkaufen und was wir vor allem kaufen. Und ich glaube, das ist ziemlich interessant für einige. Zeigen wir euch den auch so. Gab es hier nicht eigentlich auch Mutter-Kind-Parkplatz? So einen kleinen Hall, sag ich mal. So, jetzt suchen wir erstmal hier einen Behindertenparkplatz, da auch. Die Mutter-Kind-Parkplätze sind alle voll. Hier sind überall welche, aber die sind alle voll. Ja, jetzt erstmal die Parkplatzsuche. Oh, hier ist einer, der sieht gut aus. Das ist auch schön groß. Ja, also wir schauen mal, was wir so finden. Wir wollen auf jeden Fall nach Spülkasten gucken, oben fürs Bad, nach Steckdosen. Und was haben wir noch Wichtiges? Kleinkram noch, ne? Schrauben können wir auch mal gucken, die sind auch immer ziemlich teuer. Kabel und so. Alles, was hier ins Auto passt, sag ich mal. Also wir haben ja nicht so viel Platz. Mal schauen, was wir finden. Den wollen wir. Ja, guck mal, 54 Euro. Der ist aber schön. Ich glaube, ich will einfach einen ganz einfachen. Ich will auch einfach einen weißen. Das sind doch die Heizung-Dinger, oder nicht? Warmwasserspeicher. Ach, guck hier. Papa hat gesagt, dieser hier. 100 Euro, ja. Was? 100 Euro kostet der. Minus 20%, dann kostet es knapp 80, 90. Ein bisschen mehr. 90, weil ja, der 109 kostet. Ja, wollen wir den mitnehmen, oder was? So, wir haben jetzt den Spülkasten gekauft. Wir sitzen da drauf und wir haben einen passenden Drücker. Wie nennt man das? Ein Schalter? In weiß haben wir den. Die wir jetzt gekauft haben, weil die schön einfach sind. Ja. Aber trotzdem modern aussehen. Das stimmt. Ja, sonst sehe ich hier auch nichts. Höchstens hier die 14, aber das ist. Wo sind die 14? Hier unten. Ja, aber das ist ja fast eine Abklatsche von dem, was wir haben. Ja. Und unsere kostet weniger. Ja, sonst gefällt mir hier auch nichts. Okay. Wir haben jetzt noch Lampen für die Küche. Zeig mal die Küchenlampen. Nein, die sind die anderen. Das sind so Spots, die wir für die Küche haben. In der Decke. Sag mal, haben wir jetzt eigentlich alle Deckenlampen? Im Flur noch. Da haben wir jetzt die und dann im Bad. So, meine Lieben, wir sind wieder im Auto. Wie ihr seht, ihr habt gesehen, wie Felix eingeladen hat. Und ich hätte euch auch noch gern kurz einen Mini-Haul gezeigt. Das mache ich aber gleich zu Hause. Die Kleine hat nämlich ein bisschen geweint, weil sie einfach Hunger hat und deswegen auf dem Arm wollte. Aber in der Babyschale hat sie dann ein bisschen geweint. Aber jetzt ist sie wieder ruhig, wie ihr seht. Schläft hier. Was schläft sie? Weiß ich nicht. Ein Spiel. Achso, ja. Ja. Sie schläft. Wir haben nämlich hier ein Spiel da. Da kann Felix mal gucken, wie es hier geht. Eigentlich ist es mein Spiel für mein neues Auto, aber ich glaube, ich muss mir einen neuen kaufen, oder? Naja, irgendwann würde ich mein Auto ja auch wieder wechseln. Ja, gut. Aber
Ja, sehr praktisch auf jeden Fall. Also falls ihr überlegt, so einen Spiegel zu kaufen, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Allein um immer zu gucken, ob die Sonne reinscheint oder ob sie was im Gesicht hat oder ob sie gespuckt hat. Also es ist auf jeden Fall praktisch. So, also wir sind jetzt fertig und jetzt wollen wir eigentlich noch frühstücken gehen, aber es ist schon halb, es ist gleich schon 11 und deswegen gehen wir jetzt gleich Mittagessen. Und dann drehen wir nachher noch ein paar Videos für euch. Haben wir gestern Abend schon mit angefangen, aber dann ist die Kleine wieder wach geworden und musste mir das leider unterbrechen. Weil einige von euch haben sich ja Videos mit Felix gewünscht und das wollen wir jetzt mal machen. Gut, genau, sonst auf die Baustelle nachher noch oder so. Jetzt gehen wir nachher noch auf die Baustelle. So, wir wollten jetzt kurz einmal zeigen, was wir gekauft haben. Das hier haben wir jetzt gekauft. Wir haben ein bisschen über 400 Euro bezahlt für alles. Und genau, das Große ist dieses Spülbecken, wie nennt man das? Spülkasten, ne? Genau. Ja, so sieht der aus. Der ist für oben. Dann haben wir ganz viele Steckdosen und so gekauft. Da haben wir uns für dieses Modell hier entschieden. Ist einfach ganz schlicht eckig. Und dann haben wir hier die Schalter dafür, also ganz schlicht. Da haben wir hier ein paar Schalter, auch so ein Serienschalter hier. Hier haben wir noch den... Nehmen wir anders den Drücker für das Spülbecken. Wo jetzt hier ist ein Bild. So, wir haben den allerdings in weiß genommen. So sieht der aus, der kommt eben da oben ran. Da. Genau, und hier sind auch noch ganz viele Schalter. Ganz viele Schalter und Steckdosen, die sind auch noch Schalter. Hier haben wir eine Lampe für den Flur. Und zwei, die habe ich euch gezeigt, für die Küche. Und einmal so Dosen für die Steckdosen. Jetzt gehen wir auf die Baustelle. Das seht ihr dann im nächsten Bauvlog, was wir hier so machen. So, meine Lieben, wir waren jetzt auf der Baustelle ein bisschen und haben natürlich fleißig für euch mitgefilmt. Da kommt auf jeden Fall ein Bauvlog. Und jetzt habe ich die Kleine gerade gestillt und wir liegen jetzt hier noch ein bisschen im Bett und warten, bis es Mittagessen gibt. Und danach wollten wir noch ein bisschen rausgehen mit der Kleinen, ein bisschen Kindermagen spazieren gehen, weil wir haben so schönes Wetter, das müssen wir auf jeden Fall noch ausnutzen. Und noch Fotos machen gehen. Genau. Jetzt liegt die Kleine hier frisch gestillt. Ich werde jetzt gleich nochmal umziehen, weil es doch, glaube ich, ein bisschen warm ist, was sie anhat. Und dann, ja, kuscheln wir so ein bisschen. Dann gibt es gleich Mittagessen. Schön Hähnchen gibt es heute. Genau, das machen wir jetzt. Genau, Baby. Sag dir jetzt mal, stell ich das in Seite, wenn die Kamera kommt, ne? Hallo. Kuckuck. Kuckuck. Was war das denn, Baby? Baby? Puschel. Puschel. Hallo, meine Lieben, wir sind gerade spazieren. Hier ist der Felix mit seiner Freshness Envelope. ja, die Kleine ist übrigens auch da. Nicht, dass wir allein gehen. Und vor uns laufen die Hunde. Meine Schwester und mein Bruder holt gerade einen Fußball. Jetzt gehen wir so ein bisschen auf den Fußballplatz. Felix noch ein bisschen mit meinem Bruder Fußball spielen. Und wir wollten noch ein paar Fotos machen, habe ich euch ja vorhin schon erzählt. Und das wollten wir jetzt auch noch gleich noch machen. Nein, die machen. So, der Felix fährt jetzt wieder Fahrrad. Komisch, wenn man eigentlich Motorrad fährt, das ist sehr ungewohnt. Nicht mehr nennen. Das ist die Leica. Mein Bruder, Leica! Ja, wir fahren lernen hier. Ja. Leica! Das machst du gut, Schatz. Und Leica war hinterher. Leica! Hallo, Leica! Ich habe schon gar kein Fahrrad mehr fahren. Oh mein Gott. So, mein Lieben, wir stillen jetzt. Oder ich stille gerade.
Wir sind jetzt hier auf dem Fußballplatz und die Kleinen, sage ich mal, spielen gerade Fußball. Die Hunde liegen hier auf der Decke, entspannen so ein bisschen. Wir sind dann ein bisschen durchs hohe Gras gerannt und so. Und jetzt genießen wir so ein bisschen die Abendsonne. Wir haben es nämlich auch, glaube ich, schon 19 Uhr oder so. Genau. Jetzt wird die nochmal kräftig gestillt. Und dann geht's auch gleich nach Hause wieder. Da ist die Nala, das kleines Kätzchen. Hey Nala! Hallo meine Lieben, wir waren ja auf dem Flohmarkt, das habt ihr in der letzten Szene gesehen. Und ich konnte mich heute Morgen gar nicht, konnte gar nicht Hallo sagen. Deswegen sage ich jetzt einmal Hallo zu euch und wollte euch jetzt kurz einmal zeigen, was wir alles gekauft haben auf dem Flohmarkt. Wir sind ja leidenschaftliche Flohmarktgänger, habe ich euch ja schon mal bei Instagram gezeigt oder erzählt. Und genau, es ist super warm heute. Wir haben 33 Grad oder so. Und genau, ihr Kleiner schläft gerade unten in der Federwiege. Und da dachte ich mir, zeige euch kurz einmal, was wir alles gekauft haben. Und dann ist gestern noch ein Paket angekommen, das wollte ich euch eigentlich schon gestern zeigen. Habe es aber auch nicht mehr geschafft. Deswegen heute. Genau, erstmal habe ich einen Riesenberg Spucktücher und Molton-Tücher gekauft. Einmal so ein Molton-Tuch hier. Ein bisschen was Farbenfrohes, sage ich mal. Dann ganz viele weiße Spucktücher. Ganz einfach hier. Drei. Dann noch so eins. Vier. Fünf. Meine Geschwister sind übrigens im Garten. Sechs. Und dann noch ein gelbes Molton-Tuch. Ein rosanes und so ein weißes mit Sternchen. Genau, für die ganzen habe ich 3,50 bezahlt, was super günstig ist. Genau, dann haben wir mitgenommen einen Bilderrahmen, der sieht so aus. Und das ist zum, ja, wie soll man das sagen? Also das ist hier so ein Bilderrahmen. Seht ihr, ne? Und dann sind hier so drei dabei, da ist so eine Paste drin und da kann man die Fußabdrücke machen und Handabdrücke, hier zum Beispiel die beiden Hände und dann hier die Füße oder so. Und genau, das wollen wir jetzt auch noch machen heute. Es sind hier, wie gesagt, drei Packungen bei und sowas hier. Ich weiß nicht, wofür das sein soll. Aber genau, einmal so, um die Füße sozusagen abzudrucken. Mega cool, wollte ich eigentlich online bestellen, habe aber nie das Richtige gefunden. Das finde ich super cool jetzt und hat nur 5 Euro gekostet. Und genau, dann habe ich ganz viele Bodies wieder mitgenommen. Ich greife hier einfach mal so in den Haufen rein. Ne? Einmal ein H&M Body in 68 als Wickelbody. Wickelbodies habe ich euch damals mal in einem Haul gefragt, ob man die mit 68 noch tragen sollte. Weil die Babys ja viel auf dem Bauch liegen, deswegen dachte ich hier mit den Knöpfen, vielleicht ist es einfach nicht so angenehm. Und jetzt merke ich aber selber, dass die wirklich einfach super praktisch sind. Und bei 50 und 56 haben wir eigentlich 99% nur Wickelbodies. Und die sind einfach am besten, finde ich. Ist eine persönliche Meinung. Und deswegen habe ich jetzt hier in 68 einfach nochmal einen mitgenommen, weil wir da, glaube ich, nur 2 Stück haben. Genau, einmal 68. So weiß, grau-weiß gestreift. 50 Cent hat er, glaube ich, gekostet. Dann nochmal einen, so einen blauen hier. So dunkelblau ist der. Der ist aber in 62, genau. Sie trägt nämlich jetzt schon ungefähr so 62. Heute hat sie 62 an. Also für jetzt ungefähr. Dann habe ich nochmal einen in 68 einen ganz normalen Body mitgenommen. Also kein Wickelbody. Den fand ich aber so süß mit diesen Punkten. Genau, der hat auch 50 Cent nur gekostet. Dann habe ich nochmal einen Kurzarmbody in 68 mitgenommen. Der fällt aber sehr klein aus. Den fand ich aber süß mit der Maus hier. Ich glaube, für den habe ich 1 Euro bezahlt. Und ja, weil es heute so warm ist und mir eigentlich gar nichts Kurzes zum Anziehen haben, habe ich den jetzt einfach nochmal mitgenommen.
Dann habe ich noch mitgenommen so ein diesen Jumpsuit, sag ich mal. Ich fand den so goldig. Hier ist eben so eine kleine Hose dran, mit so kleinen Täschchen sogar. Und der ist auch in 62, fällt aber auch deutlich größer aus. Genau. Aber ja, wird sie bestimmt jetzt auch anziehen können im Sommer, wenn es ein bisschen wärmer ist. Der hat 1 Euro gekostet. Dann habe ich noch mitgenommen 2 Seide-Bodies. Die sind von Alana und die sind in Größe, lass mich lügen, 62, 68, 70% Schurwolle und 30% Seide. Genau, die haben 1,50 gekostet jeweils und die sind oder sollen richtig gut sein bei dem Wetter jetzt eben, weil die sehr, sehr dünn sind und sehr, ja nicht so eng anliegen, sondern so schön luftig sind. Und deswegen habe ich den einmal mitgenommen und noch ein zweites Mal. In 62, 68, wie gesagt. Und genau, bei dem Wetter glaube ich genau das Richtige. Dann hat sie ihren Strampler vorhin ausgezogen. Ich habe so einen kurzen Strampler genäht. Ich hatte sie heute an, aber weil es auf einmal so warm wurde, haben wir den ausgezogen. So, kurzen Strampler hier. Habe ich ihr genäht heute Morgen noch schnell, weil es einfach so warm war. Aber selbst für den war es zu warm. Und deswegen hat sie nur einen Body angehabt. Genau, dann geht's weiter mit einem süßen Set, was ich so goldig fand. Das ist von Lidl in Größe 62, 68. Einmal so ein T-Shirt mit so kleinen Seepferdchen drauf. Und hier unten ist es so richtig süß gerippt. Mega schön, finde ich das. Also einmal so ein T-Shirt. Und passend dazu, das werde ich aber nicht zusammen anziehen, sonst wird man, glaube ich, blind. Einmal eine Leggings. Also eigentlich gehört das halt so zusammen. Aber ich finde das ein bisschen doll. Ist ein bisschen viel Farbe auf einmal, sage ich mal. Deswegen kann man das einzeln einziehen. Vor allem die hier fällt so riesig aus. Deswegen habe ich gerade auch nochmal nach der Größe geguckt. Also ich würde es auf eine 74 schätzen. Aber deswegen ziehen wir das dann einzeln an. Ist ja gar kein Problem. Dann habe ich ihr noch mitgenommen diesen Body hier. Den finde ich so schön. Der ist auch von H&M in Größe 62. So Sternchen drauf. Bei 62, jetzt habe ich einfach gemerkt, was man wirklich braucht. Und bei einem Spuckbaby, Bodies. Also ich hatte in 56 20 Bodies und die haben lange nicht gereicht. Und deswegen habe ich jetzt in 62 einfach noch ein paar mitgenommen. Und da kann man ja auch bei dem Preis einfach nichts sagen. Ich glaube, für den hier habe ich auch nur 1,50 bezahlt. Also ist völlig in Ordnung. Hier habe ich nochmal in 68 einen Wickelbody mitgenommen. Einfach in Grau, ganz schlicht. Und dann habe ich hier in 68 nochmal so ein... Der sieht aber krass rot aus in der Kamera. Der ist eigentlich lila, also so, ja, so ein dunkles Pink, sage ich mal. Genau. Habe ich auch noch mitgenommen. Und dann habe ich noch einen grauen mitgenommen. Der ist auch in 62. Einfach schlicht grau, ganz einfach. Ich liebe die Bodies von H&M. Die haben eine super Qualität und sitzen immer perfekt. Also von H&M die Bodies finde ich wirklich sehr, sehr schön. Und ich habe auch noch von H&M hier so eine kurze Hose mitgenommen. Die ist auch in 62. Einfach so eine kurze Hose jetzt für die warmen Tage. Da kann man ja zum Beispiel das hier zusammen anziehen. Ganz süßes Outfit. Dafür habe ich auch, ich glaube, 2 Euro bezahlt für die kurze Hose. Und dann kommen wir schon zu den letzten Teilen. Einmal hier in 62, 68 noch so ein Kurzarmbody mit Elefanten drauf. Ich glaube 50 Cent oder so. Und dann habe ich hier noch ein Wickelbody gefunden in 50, 56, der sehr, sehr groß ausfällt. Auch ein Kurzarm, wie ihr seht, in Blau. So ein Wickelbody eben in 50, 56. Der ist auch ganz schön. Der kommt von Chibo. Genau, das habe ich jetzt so gekauft an Kleidung. Und diese süße kleine Mützchen hier, weil sie gar keine Sommermütze hat. Und die ist in 62, hat 1 Euro gekostet. Genau, ganz süß. Und das war es eigentlich vom Flohmarkt. Und dann wollte ich euch jetzt kurz noch dieses Paket hier zeigen. Das kam, wie gesagt, gestern an. Das Paket ist von der lieben Mira und Mira ist ein 12-jähriges Mädchen und die näht für Frühchen und für Sternchen. Und das allein finde ich ja schon so besonders, dass sie halt ihre Freizeit und so alles, auch den Stoff sozusagen, einfach ja, für Frühchen opfert sozusagen. Das finde ich ganz, ganz toll und deswegen unterstütze ich sowas auch ganz gern. Und ich verlinke euch einfach mal ihren Instagram-Account. Ich glaube, ich habe einen Sonnenbrand. In der Infobox. Dann könnt ihr mal vorbeischauen. Die hat uns ein ganz, ganz tolles Paket zusammengestellt. Und das besteht einmal hier aus so einem senfgelben
Musselin-Halstuch, super schön. Ich liebe Musselin, ist recht senfgelb, wirklich mega schön. Und dann hat sie uns noch eine passende Hose dazu genäht. Die sind 62, hat sie mir gesagt. Die kann man hier auch noch so ein bisschen, ne? Die wächst halt so ein bisschen mit. Richtig schön und alles auch richtig ordentlich, ne? Also ist richtig schön vernäht. Man sieht einfach schon, dass sie auf jeden Fall Talent hat zu nähen. Da hat sie uns auch einen süßen Brief geschrieben. Und hier ist natürlich auch ihre Karte dabei. Miris Nähkästchen heißt es. Und hier ist sogar ein Bild von ihr. Könnt ihr ja mal schauen. So sieht die Süße aus. Eine ganz, ganz liebe Maus. Also wirklich ganz, ganz lieb. Wie gesagt, verlinke ich euch alles mal in der Infobox. Und dann sind hier noch zwei Pakete, die ich noch nicht ausgepackt habe. Die wollte ich mit euch zusammen auspacken. Und es ist auch alles ganz, ganz liebevoll eingepackt, wenn ihr das so seht. Ne? Alles so hier in so Papier extra. Richtig schön. Sie gibt sich halt auch echt Mühe. Und das mit 12 Jahren. Wirklich Respekt davor. Das finde ich einfach so mega. Hier haben wir das nächste Set. Das ist auch wieder in so einem Senfgelb. Und das ist auch mega schön genäht. Das ist auch wieder ein Halstuch. Und hier hat sie halt hinten, hier unten noch so die Naht richtig nachgezogen. Richtig sauber und ordentlich. Und das finde ich einfach, sieht so mega gut aus. Also dafür, dass sie wirklich 12 ist, wenn ich überlege, mein Bruder ist 12, der könnte sowas nicht. Und der hätte da auch gar keine Geduld für. Also finde ich wirklich sehr, sehr süß. Und der Stoff ist auch mega süß. Hier mit einem Knopf natürlich. Auch ja, sehr, sehr schön. Ich bin wirklich begeistert. Und dazu dann noch eine Hose. Und hier haben wir gar kein Bündchen, sondern hier haben wir halt diesen Stoff sozusagen als Bündchen. Das finde ich auch mega süß. Ja, weil das dann halt so einfarbig ist und so einheitlich. Und die ist auch wieder so schön genäht. Ich bin echt begeistert. Das ist übrigens die vordere Seite. Ich habe euch die hintere Seite gezeigt. Ja, sehr, sehr schön genäht. Also ich finde kaum Fehler. Und echt dafür, dass sie 12 ist, wirklich Hut ab. Ich kann es nur sagen. So, und dann kommen wir zum letzten Paket hier. Auch ganz süß eingepackt hier. Man will das immer gar nicht auspacken. So, und das auch. Oh, das ist ja süß. Einmal mit so einem Walstoff. Einmal so ein Halstuch wieder. Mit extra schön mit Walen. Mega schön. Und dazu passend auch eine Hose. Mit weißem Bündchen. Sieht auch einfach mega süß aus. Und auch hier keine Fehler. Also, falls ihr ein süßes Mädchen und ein süßes kleines liebes Mädchen unterstützen wollt, schaut bitte mal bei ihr vorbei. Ich glaube, sie würde sich auch einfach nur über ein Like freuen, weil ich unterstütze sowas total gerne. Also sie näht auch wirklich ganz, ganz kleine Sachen und ganz, ganz kleine Taufkleider für Sternchen und so habe ich gesehen. Oh, das ist so unglaublich süß und dass sie sich so viel Mühe gibt und die Sachen auch wirklich selber entwickelt. Also diese Taufkleider hat sie sozusagen ja selber entwickelt und sie hat selber einen Entwurf gemacht und so und das finde ich einfach ganz, ganz besonders und wie gesagt, Hut ab. Ich glaube, ich habe das jetzt oft genug gesagt in diesem Video. So, mein Lieben, der Tag ist vorbei. Wir waren gerade duschen, wie ihr hier an den nassen Haaren erkennen könnt. Die Kleine liegt gerade hier im Bett, ist frisch gestillt, hat eigentlich ein bisschen geschlafen auf meinem Arm und dann habe ich sie abgelegt, dann ist sie wach geworden, aber sie ist ja gerade ruhig. Und ich sortiere gerade Babykleidung, denn ja, frische Wäsche und die muss natürlich weggeräumt werden. Und ich habe auch noch im Wickeltisch, sieht total fertig aus, oder? Im Wickeltisch so also ein bisschen umsortiert, weil wir jetzt eher so die 62er Sachen ja, so im Mittelpunkt haben, sage ich mal. Und deswegen habe ich so ein bisschen die 56er Sachen so ein bisschen weggeräumt schon. Genau, das mache ich jetzt noch schnell. Da habe ich auch noch einen Riesenberg Wäsche. Da. Genau, wir haben es auch schon gleich 10 Uhr und genau, werden jetzt gleich noch ein Video für euch drehen und dann geht es für uns auch schon ins Bett. Und da liegt die kleine Maus. Den Socker ausgestrampelt. So, mein Lieben, ich sehe gerade, ich habe mich gar nicht von euch verabschiedet. Ich hoffe natürlich, euch hat dieser Vlog gefallen. Mal so ein bisschen was mit Felix und auch ein bisschen länger. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Und dann wünsche ich euch einen ganz tollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!